Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe von Theatergeflüster, Videokolumne der Augsburger Allgemeinen. Mein Name ist Richard Meyer und Sie befinden sich hier in den Räumen der Kulturredaktion. Mein Thema heute ist ein Stück, dessen Botschaft allem Anschein nach jenseits der Inszenierung liegt. Rätselhaft. Martin Kusay verabschiedet sich als Intendant im Residenztheater in München mit einer Inszenierung, ja, mit einer Brutalkomödie, mit einer Maximalkomödie, mit Michael Franes Der nackte Wahnsinn. Und diese Komödie, ich muss sagen, ich liebe sie, aber ich liebe sie, wenn sie gut gemacht ist. Ich liebe sie, weil sie nichts aussagt, und irgendwie trotzdem den ganzen Menschen einfangen kann. Irre komisch ist, aber auch den Menschen in seiner ganzen Tragik zeigen kann. Kusay hat angefangen in seinem ersten Teil des Abends, als ob er den Menschen in seiner Tragik einfangen will und hat dann einfach damit aufgehört und hat gesagt, so, und jetzt wird das ein Schenkelklopfer hier bei uns. Jetzt machen wir einfach Slapstick vom Feinsten. Jetzt drehen wir an den Reglern bis auf maximale Lautstärke. Und jetzt schauen wir mal, wie viel Lachen wir aus dem Publikum herauskitzeln können. Ziemlich viel. Ich war in der zweiten Vorstellung. Die Leute haben sich teilweise nicht mehr eingekriegt vor Lachen. Hat schon funktioniert. Begeisterung, klar, ja wunderbar, es tut nicht weh, das geht leicht runter, man muss sich nicht anstrengen für so einen Abend, man kann einfach wunderbar lachen. Aber was heißt das, wenn der Intendant sich so aus einer Stadt nach so vielen Jahren, es müssen jetzt 10 Jahre gewesen sein bei Herrn Kusay, verabschiedet mit so einem Abend, ohne jeden Anspruch, einfach nur lachen, heißt das jetzt so, Kinder, heute gebe ich euch mal das, was ihr immer wolltet und mach's euch so einfach, wirklich so einfach, dass ihr euch gar nicht anstrengen müsst, aber irgendwie schäbig, oder? Es so glatt, so super funktionierend einfach zu bringen, rätselhaft, wirklich ein rätselhafter Theaterabend. Ich wette, Sie kennen das. Sie rätseln jetzt, ist das eine versteckte Botschaft? Soll das etwa heißen? Schaut her, das Münchner Publikum war eigentlich nur gewillt, das zu sehen. Liebes Publikum, soll das heißen? Liebes Publikum, das halte ich von euch. Ich bin nicht schlau geworden draus. Vielleicht sind Sie schlau geworden draus. Dann schreiben Sie es mir doch einfach. Ansonsten schauen Sie doch einfach wieder rein, wenn es hier heißt Theatergeflüster. Ich verabschiede mich von Ihnen, freue mich schon aufs nächste Mal. Bye.